immer noch drauf. Ja, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Oh, wir stellen gleich mal die Audio ein bisschen lauter von der Sprachlautstärke. Alles andere passt ziemlich gut. So, 36. Ja, wird's tun, wird's tun. Okay, okay, nochmal rüber. Vergleichen. Mal schauen gleich. Worüber? Oh, hier rüber. R1 zum Springen. Das ist ein bisschen eigen. Wow. Okay. Wir schaffen es. Ich glaube, ich kriege gerade noch. Oh. Bin das gleich gewöhnt. Mir kommt es ein bisschen zu wenig Sichtfeld vor. Oh. Wäre schon fast gefallen. Das ist ein weiter Jump. Den werde ich gleich mal verkacken. Nein, nein, ich hab's geschafft. Scheiße, Mann, du bist immer noch gar. Was? Warum hast du aufgehört? Ist am Weg auf dem Schnellen? So ganz flüssig läuft's gerade nicht. Hier, hier. Yes. Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Wo gehen wir hin? Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Du auch? Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt? Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Wow. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf keinen Fall. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst ja auch Kamille. Können wir einen Kamillentee auflegen? Ja, Überlebenssinn. Ja, Batman Vision. Sehr schön. Das war's. Oh, Kamille suchen. Da war was. Ah, mehr Honig. Die Bienen machen gar nichts. Keine Bienenattacke hier. Da ist Kamille. Yes. Was ist los? Du siehst aus, als würdest du das zum ersten Mal machen. Mach ich. Mach ich auch. Wo ist mehr Kamille? Ich sehe mehr Honig. Das reicht schon für einen Kamillenhonigtee. Da oben ist die restliche Kamille. Jump. Alles nehmen wir mit. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Arznei. Weiter. Wo ist es? Hier. Und herstellen. Also wir heilen uns mit Kamille Honigtee. Ergibt Sinn, ergibt Sinn. Komm schon, wir sind fast da. Yes, man. Ah, habe ich einen Schuss gehört? Ein bisschen tut's ruckeln. Merke ich gerade. Bisschen stark gerade. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Sachen umstellen müssen. Damit die Flüssigkeit gegeben ist. Das ist es. Komm schon. Schaut schön aus. Oh, weiter hast du nicht aufmachen können.
Wow. Schaut cool aus. Mal jemand eine nette Hütte. Da würde ich einziehen. In der Apokalypse. Die nicht schnell. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Nimm alles mit, was wir brauchen können. Klar. Batman Vision. Ja, da unten durchsliden. Wahrscheinlich so. Nein. Kann ich nicht sliden noch. Nur hocken, nur squatten. Solange ich squatten kann, ist alles in Ordnung. Ich glaube, die hatte Dying Light schon die Überlebensvision, oder? I'm not tripping. Geld haben wir. Eine Waffe wäre nicht schlecht. Na, hier ist nichts. Im Hinterraum ist die Waffe. Ich spüre sie schon. Das sind genau die Kisten, wo die Waffen drin sind. Eine Vase haben wir. Die können wir als Waffe benutzen. Und ein Laptop. Typisch Waffe. Was zum... Natürlich hat er ein Klavier in seinem Privatoffice. Warum? Was? Oh, Audiopack. Nice. Kann ich looten gehen wieder? Ich will looten gehen. Da war noch was. Jetzt, da kann ich es öffnen. Was das Reis? Naja. Harz. Lampe können wir nicht als Waffe benutzen. Irgendwas anderes? Das habe ich hier gesehen. Ein Balladen, ein Kühlschrank. Hier ist nichts. Der ist ausgeräumt worden. Stofffetzen, ganz wichtig. Für Molotovs vielleicht. Seife liegt nicht am Boden. Guter Anfang. Ah, was haben wir hier? Zeitung. Überspringen. Hier wird nichts gelesen. Ah, Hüsten höre ich ihn. Mehr zum Lesen interessiert mich nicht. Kann ich Musik spielen? Ich habe Streamer-Modus sowieso an. Brauche ich keine Musik probieren. Okay. Sprichst du wieder? Nein? Okay. Dann versuchen wir wieder eine Waffe finden. Wie sind meine musikalischen Kenntnisse? Ich kann mich draufstellen. Nicht gut wahrscheinlich dann. Waffe, Waffe, Nada. Waffe. Null. Zero. Ne, zuerst da war was. Geld. Teile. Was für Teile? Echt schick, echt schick. Kleiner Katzenruckler. Mann, große Worte, dieser Dave. Das zerreißt mir das Herz. Ah, er hat sich die Kugel wahrscheinlich gegeben. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Oder sie. Ist ein Kleid. Aiden, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay. Nee, ich will auch rauf. Das Haus schaut richtig geil aus. Ich weiß nicht, ob mir das Geräusch so gefällt. Waffe. Ah, Kleidung. Sehr schön. Sonst noch was hier drin gewesen? Rucksäcke. Für Stofffetzen. Stofffetzen. Und Zigaretten nehmen wir nicht. Doch, wir nehmen sie doch mit. Ich wollte gerade weglaufen. Die werden verkauft. Ich glaube, Zigaretten können keine Heilung geben in diesem Spiel. Wolster hat es, glaube ich, mal ein Spiel gegeben. Was haben wir hier? Waffe? Foto. Ah, von den Zweien. Irgendwie kommt mir die Auflösung da ziemlich schwach vor. Immerhin hatten sie einander. Haben anscheinend auch eine schlechte Auflösung dafür benutzt. Und viel Bier gesoffen. Und Pillen sehe ich. Okay.
Okay, Schwimmen brauchen wir nicht. Ich versuche immer mit X zu hupfen. Ja, das ist eine Party. Mehr Bilder. Könnte ein Entwickler sein. Wieder ein Brief, den wir ignorieren. Nein, werden wir nicht. Meine liebste Mary, verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Schau dir das an. Oh, das war so eine fette Party hier. Was haben wir übersehen? Eine Leiche. Etwas zum Looten. Okay. Okay, Necromorph heilen. Kann ich da durchbrechen? Ich kann nicht schlagen. Wo habe ich den Eingang übersehen? Hier hinten wahrscheinlich. Kein Eingang. Solar. Richtig geiles Haus. Aussicht genießen. Setz dich, Kumpel. Für dich. Mein Geschenk. Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmeckergaum, was? Trink einfach. Witzig vergiftet. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht? Doch, kenne ich. Hast du diesen Typen gefunden? Was? Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz. Ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador? Dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Ich hab Horden von dem... Aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Sein Name hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Ich habe Hoden von Infizierten gelesen. Wurschtwetter. Oh, ich gehe einfach direkt in die Stadt. So einfach ist das nicht. Villador sollte eine der ummauerten Zonen werden, die vor der Seuche sicher waren. Der Plan ging schief und die Stadt überlebte. Aber der Typ weiß, wie man reinkommt. Red mit ihm, er sagt dir alles. Was will er dafür? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und? Was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, hey, hey. Sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber... Wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen.
Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige. Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir, irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Ja, darauf trinke ich. Miserabler Wurf. Und dieser Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja, irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 Megahertz, früh morgens. Der Typ erwartet dich. Boah. Geile Aussicht. Burp, Screenshot. Thumbnail, gleich. Stahlgraue Augen, klingt gut. Haben wir oben noch was? Nein. Schätze, wie hole ich meine Waffe raus? So nicht. So. Kann ich sliden? Ach komm, lass mich sliden. Ich will doch nur ein bisschen sliden. So, weiter. Oh. Ich habe eigentlich keinen Bock auf die Stadt, wenn ich die Wildnis sehe. Okay, wurscht, das interessiert aber keinen. Gas geben. Boah, ich will im Wald bleiben. Ich bin ein Waldmensch, ich merke es jetzt schon. Honig und Kamille. Solange die Bienen uns nichts tun. Win-win. Bleib mal im Wald. Ich glaube, ich beende das Playthrough einfach. Mit dieser Aussicht. Oh, das ist mein Thumbnail. Wow. Das schaut gut aus. Psch, nicht schreien. Ich will die Aussicht genießen. Das ist doch ein Zombie. Und das ist Kamille. Und das ist Honig. Beißer. Merkt er mich nicht? Der T-Bag-Angriff, sie hatten nie eine Chance. Ah, da haben wir noch einen. T-Bag-Angriff! Leer. Das ist nicht geil. Du auch leer? Ne, 7 Münzen. Was auch immer die Währung hier ist. Und bleib am Boden. Infizierte Hoden. Check it out. Okay, was haben wir? Teile werden genommen. Irgendwas hier, Stoff. Teile, Dosen. Wahrscheinlich leer, leider. Schaffe ich den Jump da raus? Doch, schaffe ich. Ich darf nur nicht X drücken einmal. Das ist das Schwierigste. Jetzt schon im Spiel. Versuchen, X als Waffe zu verwenden. Ich habe es jetzt nicht angeschaut, was ich da für eine Waffe bekommen habe. Schaffe ich. Oh, ich habe schon wieder X gedrückt. Oh je, ich merke schon. Ich bin zu sehr X gewöhnt. Die Back Anke. Geh schwimmen. Hierauf. Gibt es da einen Kletterweg? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das. Wow. Wie gut das Klettern hier ging.
Hier können wir rauf. Nein, hier kommen wir nicht rauf. Wollen wir mal von der anderen Seite. Das könnte ein Kletterweg sein. Boah, ich glitsche durch den Wald. Boah. Ich glaube, ich mache es überkompliziert. Wahrscheinlich war irgendwo ein einfacher Weg. Oder? Das schaut gut aus. Boah, ich will in der Wildnis bleiben. Okay. Hier geht's rüber. Schauen wir nochmal darauf. Police. Was habe ich jetzt geschrieben? Police, okay. Ja, keine Ahnung, wo das alles war. Oh, ich will in der Wildnis bleiben. Ja. In der Wildnis werde ich meinen Dropkick nicht bekommen. Der einzige Grund, warum ich das Spiel wirklich spiele. Dass ich Dropkicken kann. Okay, ich schätze, wir sollten nicht runterfliegen. Wir werden uns durchparkouren. Und weiter rennen. Der Parcoursmeister. Schaffe ich es darauf? Yes. Und dann rüber jumpen. Nice. Ja, lauf doch, lauf doch. Aussicht genießen. Oh, ich hoffe, es gibt Waldpassagen in diesem Spiel und nicht nur Stadtpassagen. Nature Porn. Hier schon. Uff, rauf da. Ohne Kamillentee wieder. Ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, was er damit gemacht hat. Ich werde wahrscheinlich bald schon mal einen ersten Fall tot bekommen. Wenn ich gar nicht geil. Und weiter rushen. Ne, da gibt es einen anderen Weg. Seilrutsche. Ja, die wird benutzt. Yes. Okay. Horizon war zum Aufwärmen. Horizon Zero Dawn war zum Aufwärmen. Anscheinend keine schlechte Idee. Ich sehe Ähnlichkeiten vom Parcours. Außer die Jump-Taste. Immer durch Bonnie hoppen. Fehlt nur noch der Sniper. Da ist ein Verfolger. Und da abdreht. Nein! L1, R2. Das ist eine eigene Tastenkombination. Da war ich zu vorschnell. Sparta-Kick gibt's. Oh, ich glitsche mich den Wagen hinauf. Oh. Huh. Ich gehe nicht runter in Luten. Es passt. Parcours-Fertigkeit. Oh. Wo ist es? Okay. Das schauen wir uns später an. Na, fast fertig. Ich habe höher springen gelernt. Und zu griffen, so wie teleportieren. Na, ist schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Run, Boy, run. Das werde ich nicht finden. Was schaut denn gut aus? Kann ich drüber balancieren? Nein. Oh, Honig. Gut, dass die Bienen in diesem Spiel noch nicht ausgestorben sind. Der Rucksack ist auf der Innenseite. Wahrscheinlich muss ich raufjumpen, dass ich reinkomme bei dem kleinen Haus, wo ich gerade vorbeigerannt bin. Habe ich irgendwo eine Tür gesehen? Viele Fenster, die man wahrscheinlich einschlagen kann. Raufjumpen, ja. Nein! Da, jetzt da.
Boah, was ist das für ein Jump? Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Was, kann ich rausjumpen, oder? Teile. Meine Lieblingsteile. Oh. Ich nehm's einfach mit und bleib beim Baseball. Wer braucht schon Waffen-Variety? Teile. Ein Sparta dreht. Na, falsche Taste so. Nein. Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Geheimtür. Gut, probieren wir's. Oh. Big Time Events. Das ist schon das erste, was ich hasse. Wenn das Spiel wieder mit Quicktime Events endet, werde ich es nie durchspielen. Da ist sie. Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Zigaretten. Verkauf's gut, hoffentlich. Und Brand. Nichts. Ich muss es an den Strom anschließen. Dann machen wir das. Schaffe ich es jetzt? Ach komm, Sparta kickt doch raus. Was wollt ihr? Dass ich einfach raushupfe? Schalten Sie den Strom ein. Das war keine gute Idee. Heilung ist oben, Taste. Das schaffst du nicht. Wirklich? Was? Nee, ich glaube. Okay. Komm schon, Biceps Curl. Nee. Dann gehen wir erst Zombies ausschalten. Was zum Teufel ist das? Da. Könnte explosiv sein. Jetzt schau nicht zu und fang an zu schlagen. Was zum Teufel ist das? Ausweichen, welche Taste ist ausweichen? Okay, ja, eins wieder. Jetzt schon Bossfight. Einfach rauf smashen, dass sie keinen zum Jumpen hat. Wo ist mein Stamina? Okay, sie rennt weiter. Habe ich jetzt eine Heilung schon genommen? X. Nix. Okay, so. Interessant, wir werden. Jetzt erkennt er den Parkour-Künste. Oh, ich hab's nicht geschafft, ausweichen. Eieiei. Hab's wieder nicht geschafft, auszuweichen. Komm, schau, mach die Kleine kaputt. Ja, geht doch. Ich habe ihn ins Haus reingeschlagen. Dort. Jetzt da. Ah, Button Mashing. Wie ich es hasse. Button Mashing. Brrr. Hier haben wir Teile. Oh, geile Teile. Okay. Dann gehen wir Zombies looten. Ich will alles mit X machen. Mehr Zigaretten. Überraschung im Schrank. Dose.
Gute Mucke. Was denn? Sicherheitszonen, ja, die kennen wir. Okay. Und schlafen. Amy Baby! Hauen wir jetzt ab? Aber jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Amy! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot? Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Shh. Alles wird gut. Wartet hier. Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Adi, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Tu, was ich sage. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Frau Walls, wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Hier, Aiden. Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Walls, Pilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden.
Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist, zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. Nicht in die Stadt. Macht das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris, dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. New Paris. Wupp. Wupp. Ja, muss ich raufklettern? Nein. Gut, gut. Ich will hier nicht draufklettern. Es wird wahrscheinlich abgeseilt. Yes. Hui. Oh, schaut das gut aus. Oh, schauen wir rein in die kleine Kirche. God is dead. Okay. Notiz. Das verlorene Paradies. Ah, solange wir Camille haben. Ich will jetzt nicht sagen, Camille wichtiger als Gott, aber Camillentee ist schon geil. Oh, komm, jump, Mann. Probieren wir es. Yes. Irgendwas Geiles hier. Meine Atemanzeige. Aber man kann Luft halten. Villador, enjoy your stay. I will. New Paris. Kommt mir nicht französisch bis jetzt vor. Ist das meine Lebensanzeige? Ist hier voll, okay. Ups, das ist auch einfach unnötig. Hallo? Aiden hier. Verstehst du mich jetzt? Laut und deutlich. Das heißt, du bist in der Nähe. Ich bin durch den See geschwommen. Also, hast du fast die Tunnel erreicht? Da ist ein Eingang, den der GRI übrig gelassen hat, als er die Stadt abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Schnell! Was ist los? Mach schnell! Mach schnell. Okay, probieren wir's. Keep Ava. Jetzt hier rauf. Whoop. Yes. Oh, ich will ein bisschen looten. Ich habe hier keine Zeit. Wir machen das Intro fertig und dann bin ich wahrscheinlich auch allgemein fertig. Und werde nur dann eine Dropkick-Montage machen. Muss ich rauf hier? Schaut's. Naja, den Jump würde ich sowieso nicht schaffen. Hier muss ich rauf. Oh je. Ah, Mist. Darf ich hier rauf? Nee. Okay, ich muss rauf. Ach, das Sprinten geht mir viel zu langsam. Wuppsa. Den Jump schaffen wir dann. Gelb heißt zupfen. Keep your balance, man. Und. Ui. Geiler Jump. So, wie spät ist es? Schnell durch. Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey, hörst du mich? Schon unterwegs, bin gleich da. Ah, Gott.
Mashing. Natürlich. Hey, ist da jemand? Ist da jemand? Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das ist ein Todestunnel. Bist du in Ordnung? Das Schwein hat mich gebissen. Ein Schattenjäger. Eine Menge von denen in der Kanalisation. Du musst schnell ans Licht. Wo ist Mia? Später. Wir müssen los. Wehr dich dagegen. Es geht vorbei. Bleib stark! Nope, wir schlafen. Hier bist du. Wir haben dich gesucht. Was ist mit dem? Sieht tot aus. Hat ihn nicht bei sich. Los! Ich hab den Schlüssel nicht. Ich schwör's. Das ist ein langes Intro. Wirklich? Ich hab den Schlüssel nicht. Ich hab ihn vernichtet. Ich hab's allein gemacht. Der Boss kriegt ihn schon. Zum Ringen. Wo ist der? Da! 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 Rede! Oh, das haben sie nicht gehört. Da. Da, so. Wupp. Bunny hoppen. Ja, diesmal nicht. Ich hab viel geöffnet. Mäuste. Du solltest doch tot sein. Wo hast du unseren Schlüssel versteckt, Junge? Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass ihn los. Ach ja? Und du willst uns dazu bringen? Dann zeig mal, was du drauf hast. Block Mailands. Okay. Bück dich. Ab, dort schon hat nicht funktioniert. Chance.
Ich mach. Ah, schon wieder zu spät. Ach, komm schon. Du bist gest. Jetzt. Wie viele Leben hat denn der? Na, endlich. Was hast du mit Tahir gemacht? Oh, Mist. Ah, haben wir schon getroffen. Auf die Beine. Ah. Keine Zeit. Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab dir was dagelassen. Was ist das? Ein GAI-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Waltz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt. Alle werden sterben. Waltz? Ist Waltz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige, lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Gehen wir. Machete. Unser verlorenes Lamm, aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Schlachtet ihn ab. Oh. Okay. Hast du schon Schiss? Sollst du haben? Ah, Mist. War das schon alles? So. Oh je. Yeah. Hast du dich schon eingeschlossen? Mist. Oh, ich glaube, ich bin hier fertig, aber. War nicht so schlau, sich mit uns. Oh, yeah. Das endet hier und jetzt. Ich trinke dein Blut. Das war nur zum Aufwärmen. Ja, wir sind hier fertig. Oh. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.